So, da sind wir wieder. Bereit, wenn Sie es sind. Okay, fangen wir an. Name, Datum, Uhrzeit. Wie immer oben rechts in die Ecke. 26.03. 18.55 Uhr. In die Mitte hier oben, bitte, oder unter, wie du jetzt geschrieben hast, deinen inneren Zustand bitte einmal ausschreiben. Gut, dann diktiere ich dir jetzt die Targetnummer und danach zeichnest du bitte sofort nach der letzten Ziffer die Signallinie für das Ziel. 64 36 31 52. Ja. Ja, gut, die ist eingeritzt in den Zettel, dann teile das mal bitte ein. Einmal die Signallinie in beliebige Abschnitte bitte einsortieren. Gut, dann beschriftest du oben A1. Hier an der Seite dann auch A1. Und bis zur ersten Markierung einfach in zwei, drei groben Worten den Linienverlauf beschreiben. So, dann geh mal bitte vor Ort an das Ziel und sag mir deinen ersten Eindruck. Frei. Offen. Ja, welchen Eindruck hast du noch? Kannst du da mal den ersten... Kompakt. Welche Farbe hast du vor Ort? Bestimmt im Moment? Grau. Gut, wende dich nochmal direkt dem Ziel zu und sag mir deinen Eindruck, wenn du auf das Ziel schaust. Was ist dein erster Eindruck? Hoch. Ja, kompakt und gut. Gut, dann machen wir AI. Also AI haben wir es selbst genannt. Okay, kurzes aufregendes Fazit. Harmlos. Nächsten Abschnitt, A2 bitte beschriften. Das ist so. Herr Riffelig kommt schon gut, Herr Riffelig, aber. Herr Riffelig künstlicher. Gut, dann machst du B. Kurzen Eindruck für A2. Unterschiedlich ist das irgendwie, ich weiß es auch nicht. Okay, dann machst du hier unten einmal AI. Ich glaube, das war die Einteilung, gab es da nicht, ne? Ja. AI nochmal kurze Impression bislang. Was hast du geschrieben? Menschgemachte Struktur. Aha, gut. Machen wir weg, Seite 2, schreiben wir oben 2 hin. Schreib mal, Ziel ist die wesentliche Beschaffenheit des Targets. Targetnummern gebe ich dir dann auch. Okay, einteilen. A1. A1.
Jetzt den Linienverlauf beschreiben bis zur ersten Markierung. Kannst du was erfassen? Ich würde mal sagen, künstlich geriffelt. Gut. Also, nee, nicht, ja, nicht so richtig eben. Okay. Nicht so richtig eben? Nee. Genau. So, geh mal in die Ziellinie direkt vor das Target und sag mir, welche wesentlichen Abläufe kannst du im Groben jetzt erfassen? Physik. Was für wesentliche Abläufe kannst du da noch sehen? Ja, nee, Chemie ist nicht. Kannst du dich mal der Physik dieses Vorgangs zuwenden und sagen, welche Beschaffenheit das ist? Wärme, Transport, Umwandlung irgendwie. Was ist da zu dieser Physik noch zu sagen? Was ist da der Vorgang gerade? Aggregatzustände. Welcher Aggregatzustand kannst du erfassen zum Zeitpunkt der Aufnahme von der Energie? Gas. Gas irgendwie auch. Ja, okay. Okay, dann machst du B. Mhm. Und sagst mal doch mal deinen Eindruck zu dem Abschnitt A1. Was schreibst du da? Künstliches Technikum. Massiv, ja. Das ist Physik. Kannst du dich nochmal der Physik zuwenden und sagen, welcher Art ist dieser ist diese Physik? Was geht da vor? Kannst du eine Bewegung feststellen? Ich hätte jetzt gesagt Festkörper. Ja, es ist nicht. Es ist verkehrt. Scheiße. Warte mal, Wasserrad oder so. Wenn du dem Verlauf dieser Physik folgen würdest, kannst du einen Ursprung feststellen? Ja. Wenn der Ursprung unten ist, gibt es dann auch einen oben? Ja. Was ist dann oben? Was ist der Unterschied zwischen unten und oben? Also unten ist wärmer als oben. Kannst du nochmal dich dem Aggregatzustand dann dazu wenden? Also wie gibt es einen Unterschied zwischen unten und oben? Ja. Schwierig, das überlagert sich. Mit was? Nee, das ist schon nah am Rand zum AOL. Das ist mal ja, ja, komm, denn nah am Rand ist eine AOL. Was haben wir denn da? Nee, das ist, ohne es in Worte zu fassen. Ach so. Gut. Ja, das ist die Grenze zwischen Aggregatzuständen und die transportiert werden. Das ist, okay. Was heißt denn unten überhaupt? Jetzt von deiner Position aus gesehen, sagen wir mal, du stehst beim Target und könntest so gucken, was wäre dann unten? Ja, unten ist... Oh, ja, gut, die dem Schwerefeld angenäherte Lokation, das ist toll. Was? Dem Schwerefeld angenäherte was? Ja, Lokation. Was heißt das? Na gut, das ist unten. Das ist unten. Mhm. Dem Schwerefeld angenähert, unten. Ja. Und mal deinen Eindruck bitte von dem Abschnitt. Das, na gut.
Und nochmal ein AI für diese Seite. Ich bin gefesselt von physikalischen Vorgängen. Gut, Seite 3. Schreiben wir nochmal, Ziel ist der wesentliche physikalische Vorgang des Targets. Genau, und zwar reduziert auf einfache Physik jetzt für uns hier 6-4, 3-6, 3-1, 5-2. Ja, wunderbar. Teilen wir doch mal ein. Bitte. Transport. Immer noch Transport. Genau. Was löst den Transport aus? Kannst du mir das sagen, lieber vor Ort, und sag mal, was ist das Wesentliche, was ist die wesentliche Vorgehensweise dieses Transportes? Was ist das? Ein Gefälle. Ein Gefälle. Aber nicht im Sinne von Berg. Was wird transportiert? Kannst du da irgendwie eine Eigenschaft feststellen von dem, was transportiert wird? Es könnte auch Strom sein, aber es fließt auf jeden Fall. Es fließt. Dann geh mal bitte vor Ort an das Fließen und sag mal, welche Temperatur hast du, wenn du dort reinfährst, du als Mensch? Gut, wenn du das anfährst, wie fest sich das an, was transportiert wird? Ja, das ist... Das ist kribbelig. Okay. Kannst du mal diesen Transport mit deinen... wende dich mal den Transport zu und sage mir, was passiert, wenn es oben ankommt? Ja, das ist draußen. Ja, kannst du mir da einen Vorgang beschreiben? Was ist das wesentliche charakteristische Merkmal dieses Vorgangs, wenn das Transportierte ankommt? Die Expansion. Okay, kannst du dich dieser Expansion einmal zuwenden? Was macht das? Was hörst du, wenn du diese Expansion? Kann man was hören? Es knallt. Wie ist der Aggregatzustand, wenn es da in dem Augenblick ist? Ja, das ist Gas. Und noch? So und fest irgendwo. Und weiter? Ja, das ist, da oben fließt es dann auch nicht mehr. Was macht es denn, wenn es da oben ist? Was passiert? Da kannst du da den Weg mal verfolgen. Such dir da mal was aus von dem, was da expandiert. Und ja, es ist Schwerkraft gebunden. So. Wenn du dich diesem Expandierten zuwendest. Das ist lustig. Ja. Wende dich mal diesem expandierten, dem Schwerkraft hingegebenen zu, wenn es jetzt eine Woche später ist. Wie fest sich das denn an? Wie ist der Aggregatzustand dann? Gut. Wie ist dann die Struktur? Fester. Wie fest sich die Oberfläche an? Genau, so, das ist eben halt der Bereich. Und wie fest sich das zu dem Zeitpunkt der Targetaufnahme an? Genau das gleiche in dem Augenblick? Nee, das ist ja dann hier oben. Fließt warm, heißt kribbelig. Druck ist auch irgendwo. Kannst du dem da oben Farben zuordnen? Was riechst du? Ja, Chemie. Ein wesentlicher, ein
ein wesentliches Merkmal dieses Geruchs? Also gibt es da bestimmten, gibt ja viele Gerüche, aber gibt es irgendetwas Bestimmtes, was bekannt ist? Gut, dann machst du mal B und nochmal deinen Eindruck eben von der 1 einfach aufschreiben. Na? Ja, 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 gut. Ja, ja, ich hätte jetzt was? Irgendwas Röhre. Irgendwie. Nein, das ist keine Pipeline, das weiß ich selbst. Aber was schreibst du? Ich schreibe Pipeline aus. Was? Weil wesentliche Aspekte da mit unten vereint sind. Hitze. Wo ist diese Hitze? Ich hätte es gesagt in Ruhe, aber. Das ist schon gern. Aber ja, was? Ja, ja, das ist. Na? Denk. Ja, Zylinder, sag ich mal. Zylinder. Wobei es ja egal ist, ob es ein Dampf oder ein Benzin oder sonst irgendwas. Ein Zylinder halt. Expansion und. Gut, dann machen wir weiter an Seite 4. Jetzt beschreiben wir mal die Eindrücke. Fangen wir mal oben an. Welche Farben drängen sich dir beim Target im Wesentlichen auf? Was sind bestimmte Farben des unseres gewünschten Ziels? Grau, weiß, blau, ja, und dann irgendwie so, ich weiß nicht, orange, was. Gut, machen wir weiter mit Gerüchen. Was sind die charakteristischen Gerüche des Ziels? Chemie, sage ich immer noch. Genauer? Bekannter Geruch? Also, riecht erstens verbrannt. Große Hitze? Was? 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 Ich hätte immer noch Schwefel gesagt. Künstlich unangenehm. Künstlich unangenehm. Gut, dann gehen wir mal weiter zum nächsten sensorischen Eindruck vom Vorgang des Ziels. Was hörst du? Was kannst du als wesentliche charakteristische als Merkmal hören? Kannst du dich nochmal diesen Blubbern zuwenden? Wie, was blubbert? Was blubbert? Wo blubbert es beim Target? Flüssigkeit. Was ist das für eine Flüssigkeit? Fest. Hä? Okay. Hä? Fest heiß. Okay. Die Flüssigkeit blubbert. Fest heiß. Flüssigkeit heiß oben ankommt. Das ist ja Transport. Das ist ja das Schöne. Schlau kombiniert. Aber ich kriege das nicht zusammen. Was kriegst du nicht zusammen? Ich kriege das nicht zusammen. Die Eindrücke überlagern sich da. Das ist. Ja, du musst auch die Eindrücke getrennt voneinander sehen und miteinander kombinieren. Das Blubbern, wende dir nochmal den Blubbern zu. Wo würdest du zwischen. Wir haben da zwei Punkte an dem Tage festgemacht. Ja, oben. Oben. Jetzt wendest du dich einfach mal diesem Target dazu und leckst einfach mal rein. Was schmeckst du? Schmecken ist nicht. Ja, wie fühlt es sich an? Heiß, aber das ist kein Geschmack. Du kannst also nicht schmecken. Nö, es geht eher in die Richtung Geruch dann. Gut, nächste Seite, Seite 5, haben wir Beschriften.
Und ich möchte, dass du mir doch nochmal ein Kästchen machst und nochmal was rausschreibst. Was fällt dir alles ein zu blubbern? Was hängt damit alles zusammen? Flüssigkeit, Geräusch, Expansion, Transport. Ja, im Großen und Ganzen ist das. Gut, dann unterstreichst du mal Expansion, führst Expansion in einen anderen Kasten und sagst mir, was dir zu Expansion alles einfällt. Ausgleich. Wie das mit dem Geräusch. Gut, ja. Habe ich aber schon einen Ausgleich dran. Klar, auch gut. Gut. Das, ja? Ja. Na? Was? Druckdifferenz ist, ja. Gut, unterstreich mal Druckdifferenz, führst du Druckdifferenz in den nächsten Kasten und sagst mir, was fällt dir zur Druckdifferenz ein? Welche Vorgänge bringt man damit im Tage in Verbindung? Physik, Aggregat, sorry, Zustand. Ausgleich. Ja, gut, noch Ausgleich natürlich. Ja, gut. Hm? Ja. Ich hätte fast gesagt. So. Was? AOL? Stahlkocher. AOL Stahlkocher. Ich fange schon wieder, wenn ich anfangen soll zu zeichnen, fange schon wieder an. Das kombiniert, das ist nicht gut. Statt einfach zu machen. Zylinder. Was? Ich sage immer noch Zylinder. Ja. Gut, AOL Zylinder. Nein, nein, die Form. Ach so. Okay, aber dann löse ich jetzt mal. Du kannst auch einfach anfangen, hier mal deine Daten aus Seite 4 bitte einfach sonst einzutragen. Wo würdest du sagen, es ist heiß? Wo kommt es her? Das kommt von hier unten. Ja, das ist aber... Was soll das? Ich glaube, wir hätten anders rangehen müssen und alles hängen. Zeig mir mal einen Blubbern. Wie blubbert was? Zeig mir mal einen Blubbern. Das ist... Blubbern. Ich will hier keine Mikrozeichnung haben. Ich will nur den Blubbern haben. Ja, Blubbern ist ja... Ja, komm. So ist ein Blubbern. Das ist... Wie ist Blubbern? Ich will, dass du ein Blubbernzeichen ist. Ja, das blubbert. So ist Blubberts. Wie blubbert's? Beschriffe das mal. Ah, da blubbert's doch hier. So, das ist Blubbern. So, dann hast du eine Oberfläche, natürlich hast du eine Oberfläche. Und da blubbert es drüber hinaus sozusagen. Ja. Und das macht das Blubbern. Kannst du das nochmal auf dem anderen Zettel, nochmal, Seite 7,
Ich möchte, dass du das nochmal vernünftig zeichnest. Seite 7. Mach den Kasten. Und jetzt erklärst du mir das Blubbern bitte nochmal, was du da eben halt oben versucht hast. Das Blubbern. Blubbern ist halt eine Expansion. Ja. Zeichnerisch. Ich will einfach mal den Zustand sehen. Freeze Frame, Knips. Und jetzt zeichnest du mir das Blubbern. So, ich hätte jetzt, das ist ja das, was komisch ist. Weil ich sage ja, das ist ja zylindrisch. Das ist ja nahezu zylindrisch. Und dann hast du eine Oberfläche. Und dann hast du hier irgendwo... Löst dich aber einfach mal vom Zylinder? Ja, nee, das ist halt so eine Richtigkeit. Mhm. Ist ja auch hier fester als da oben. Ja, dann schreib das mal hin. Das will ich mal notiert wissen hier. Na, unten fester und was ist oben? Expansion, ja. Wie expandiert das denn? Kannst du da einfach mal chemisch, statisch, meine ich hier, schematisch, meine ich hier, einfach mal so eine Expansionsgrafik? Wie muss ich mir Expansion vorstellen? Welche Richtung, bitteschön? Ja, für in alle möglichen Richtungen. Das ist einfach ja, mal zack, zack, zack. Ah, das ist jetzt wieder die Perspektive, die mir ja, kommt auch nicht zu. Die Perspektive ist jetzt auch gar nicht mal so wichtig. So, ja, so ein bisschen gekrill. Ja. Genau, welche Substanz würdest du da oben einordnen? Kannst du da irgendwelche Daten hinschreiben? Drück mal was hin. Ja, festflüssig. Festflüssig. Dann träum mal deine Farben ein. Ja, weiß und... Ja, so hellgrau und... Guck auf deinen Zettel, was hast du hier für Farben? Was hast du hier für Farben? Guck auf deinen Zettel. Ich brauche nicht meinen Zettel. Doch. Blau. Grau. Orange. Nee, das für den Mund ist ein bisschen cool. Hä? Weiß ich nicht. Was sehe ich denn da jetzt überhaupt? Expansion. Ist es hoch? Das habe ich auch mal von gesagt. Ja, alles klar. Und was ist das hier? Ist das ein Tisch oder was? Das ist oh Gott, das ist ja wieder irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt, das ist. Da fließt es auch noch irgendwo. Wo fließt es noch? Nur da ist, obwohl da fließt es eigentlich. Ja, wo da steht es. Okay. Wo fließt es denn raus oder her? Na, von da. So, es fließt, wie ist da eine Fließbewegung? Fließbewegung hoch und? So. Und? Ja. Ja, kommt ja wieder runter, das ist ja wirklich. Ja, gut. Also, es, ja, dann zeichne doch mal die Pfeile. Ich will jetzt mal die Fließbewegung der. So, ja, Pfeil. Und dann weiter. Wie dann? Ja, dann. Ja, mach Pfeil. Wie ist die Bewegung? So. Also, wird sie dann gut. Okay. Da hinten ist eine. Eine Landschaft. Gut, das ist aber hier vorne. Ja. Die Fließbewegung. Das ist eine Fließbewegung. Okay, weiter. Noch was? Noch eine Fließbewegung? Wo kommt's denn her? Ja, von da. So, ja gut. Und wenn du das jetzt als Querschnitt nehmen würdest, wenn du das jetzt aufschneiden könntest, der Länge oder der Tiefe. Ja, dann habe ich immer einen Zylinder. Ja, und weiter? Was kommt dann unter dem Zylinder? Ja, hier unten. Da unten ist heiß. Da ist heiß, ganz unten ist ganz heiß. Ja, ganz unten ist ganz heiß. So, und dann, wie findet es da seinen Weg? Ja, das ist ja wieder. Und es ist hier Druck. Da unten ist Druck und ganz heiß. Ja. Und dann macht es was? Es findet da unten schon eine Fließbewegung statt? Ja. Ja, dann zeichne die mal ein mit Pfeilen. Ja, natürlich, die ist doch. Aber das muss ich erst. Aber das ist ja die Druckresistenz, die muss ich jetzt aufbauen. Ja, aber die möchte ich ja jetzt von dir nicht wissen. Ich möchte auch nicht wissen, wie sich die Druckresistenz jetzt aufbaut. Das ist also die Fließbewegung von ganz heiß. Ja.
Und dann hier oben ein bisschen Expansion, dann wird der Deckel dann. So, und. Aber trotzdem ist es noch heiß oben. Jetzt mal von deinen. Wie viel, was meinst du? Ohne dass du dich jetzt festlegst, aber wie viel Körperlängen wäre das denn zwischen diesem und diesem? Reichlich. Reichliche Körperlänge. Ja. Ich habe mich nicht festgelegt. Nein, du hast ihn nicht festgelegt. Ist auch super. Ja, gut, okay. Dann haben wir schon mal ein AOL raus und gut. Dann ist das jetzt halt irgendwo. Dann schreiben wir einfach mal das hier, dann habe ich es hinter mir. Schreibe ich den Gesier, dann habe ich es hinter mir. Obwohl ich eigentlich aber immer noch der Meinung bin, es hätte genauso gut was anderes sein können. Ja, verdampft es denn? Nicht schlecht. Nee, das hängt ja mit. Oder was? Nee, ja, deshalb. Aber das System ist halt. Ja, gut, aber was gibt's denn noch? Ja. Wir müssen zum Ende kommen. Achso, das ist richtig. Weil, das hast du ja, habe ich da auch reingeschrieben. Das ist ja auch noch dran. Das ist ja fest. Mhm. Das ist ja das. Das ist ja jetzt ja nicht wo so. Wo ist denn fest? Ja, fest ist es ja auch. Durch die Expansion, das Problem ist, es geht auch was, es bleibt was fest und es geht auch was in den Gasvermögenszustand über. Und das ist ja das, was so ein bisschen kinky ist. Diese scheiß Physik. Blöden Aggregatzustände. Meine Fresse. Aber es kann nämlich genauso gut, und das habe ich nicht weiter, also noch nicht weiter im Thema gewesen, dass das ein Vulkan oder so sein könnte, weil das System ist das gleiche. Das ist ja das. Und wieso habe ich mich da von auf Metalle festgelegt? Das ist auch totaler Blödsinn. Natürlich sind da überall so Metalle drin. Wasser ist Magnesium. Wunderbar, ganz tolle Sache. Lass mich schnapp. Also was meinst du, was haben wir jetzt da drin? Als Target, komm, mach ein Fazit. Ach, ich muss das einmal werten, weil... Nee, einmal für mich werten. Ja, dann mach das mal. Wir wollen hier nichts überstürzen. Zu sagen, aber ja, trotzdem. Das Problem ist auch zwischen Geysir und Vulkan. Da kommt bei beiden irgendwo Schwefel oder so mit raus. Mhm. Und diese Assoziation, die werde ich bei beiden nicht los irgendwo. Es könnte natürlich nichtsdestotrotz auch irgendwo in Bitterfeld eine Chemiefabrik sein, wo ich oben am Hornstein stehe und schnuppe. Weil das auch so ein unheimlich attraktives Target wäre. Du weißt gar nicht, wie attraktiv Bitterfeld ist. Nein. Nein. Wie attraktiv zum Beispiel diese Zylinderform ist. Ja, was ist die, mich die ganze Zylinderform? Zeit, ja, das ist ja das. Ja, also was mich die ganze Session begleitet hat, war diese Zylinderform, die natürlich auch höchst viele Assoziationen erkennen kann. Das ist ja, es geht bloß bei, wie gesagt, Kanone, bei Zylinder, Autozylinder dann wirklich und kann natürlich auch sein, sage ich mal, die Magma-Röhre eines Vulkans, weil es ist ja auch nahezu Zylinderform, oder natürlich eines Geysirs. Also im höchsten Maße, es geht dabei um das Konzept, sage ich mal, dass es außen härter ist als innen und da drin was transportiert wird. Deshalb auch Pipeline und... Naja, womit du es ja, also mit einfachen physikalischen Konzepten hast du ja so sein. Ja. Ich sag nur Turbinen beim Space Shuttle oder Atomkraftwerk. Ja, auch ja. Sehr irritierend. Deshalb habe ich da auch so, wie gesagt, wenn dann die Assoziationen reinkommen, jetzt, wie gesagt, hatte ich gerade schon gesagt, Schwefel,
dann stehe ich irgendwo zwischen den Türen. Und wenn ich jetzt am Ende sagen müsste, mit totaler Sicherheit, wüsste ich es nicht. Nee. Das ist, da muss ich wirklich sagen, hätte man vielleicht noch eine, oder wir nehmen mal eine weitere Session drauf, das kann natürlich auch. Wir sind ja noch nicht fertig. Nein, natürlich, wir können natürlich noch eine weitere Session aber das, machen. Aber dann hat man natürlich auch ein gewisses Frontloading und... Also da müssten wir dann jetzt tatsächlich, selbst wenn wir ein paar Wochen vergehen lassen würden, glaube ich, müssten wir andere Tage jetzt zwischenmachen. Hm. Um eben halt ja, dieses auch, Ding... Auch der Stahlkocher, das ist das Gleiche, diese blöde Birne, die die haben, das Ding heißt Birne. Nicht ohne Grund. Und ist rund. Ja. Und da hat man auch oben die Öffnung, wo dann der Stahl sozusagen rauskocht, wo es blubbert. Ja, ja, eben. Und das ist, aber wie gesagt, das Prinzip, das Wesentliche, sag ich mal, ist es natürlich irgendwo. Bloß, ja, ich würde jetzt so eigentlich kein Fazit ziehen wollen, weil ich ja schon wieder raus bin. Jetzt bin ich schon wieder 10 Minuten draußen. Ich kann dann nachher mal eine alte Aufnahme zum Thema Fazit zeigen. Mhm. An alten Bändern rumgewühlt. Mhm. Ja, du hattest auf jeden Fall... Ich habe mich innerlich schon davon gelöst. Schon vor, ja. Wie gesagt, vor 10 Minuten war ich schon am Resümee ziehen oder am Aufarbeiten. Weil ich gemerkt habe, sage ich mal, der Zug ist dann weg. Ne? Mhm. Auf welcher Seite war der Zug weg? Jetzt schon beim Zeichnen erst? Oder? Das ging ja beim Zeichnen schon los. Das war ja schon, da habe ich gemerkt, das kannst du ja versuchen, aber nö. Eigentlich war da hier das ganze Gehühner da, das geht mir irgendwie auf den Senkel. Deshalb habe ich mich da irgendwo ein bisschen gestreut. Ja, keine Ahnung. Das ist dann der Grund gewesen, wo ich dann wieder, komm jetzt hier. Und genau, keiner mag die Stufe 5. Nee. Das ist nur was für Bürokraten. Genau das. Ja, willst du irgendwann später nochmal auf das Target gehen oder wollen wir es auflösen? Ja, komm, lass uns auflösen. Weil, wie gesagt, ansonsten wäre es ein Frontloading, dann hackt man sich dann noch durch. Es gibt so viel Neues zu entdecken. Gut, dann haben wir hier, wie lange hatten wir jetzt nicht? Anderthalb Jahre? Ja. Wir hatten anderthalb Jahre keine Sitzung gemacht. Dafür mussten wir auch erstmal wieder reinkommen. Ja, der Ablauf ist teilweise noch nicht wieder so... wie er eigentlich sein soll, glaube ich. Da habe ich gemerkt, ja. Irgendwo stockt das noch, das muss ich noch wieder einspielen. Aber du hast dieses Mal nicht ganz so lange gezögert wie sonst. Also manchmal bist du ein bisschen mehr introvertiert und dann. Oh, heute hast du ein bisschen mehr geredet. Ja, okay. Deswegen hat es auch länger gedauert. Wie lange denn? Am Ende? Noch sind wir. Ach so. Ja, also schreib mal hin, hier Ende 20 Uhr, ne? Okay, eine Stunde. Deshalb da merkt man auch ganz eindeutig, dass irgendwo ja, dann das auch weg ist. Ja, hätte man eigentlich schon. Eine Viertelstunde. Ja, gut, blubbern. Kochendes Magma. Wirkt vielleicht für viele interessant. Ist für mich in dem Sinne eigentlich nicht so interessant wie der Gesamtzusammenhang. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ne, wo man also wirklich dann Transport und wo dann, sage ich mal, das Ganze irgendwo mit herkam. Was ich nicht, ja gut, künstlich. Das ist das, was mich eigentlich am meisten gestört hat, dass ich zwischenzeitlich irgendwann mal Eindruck hatte, künstlich. Keine Ahnung, wie sich das reinfindet. Ja. Und, Es ist wieder natürlich ein extrem physikalischer Vorgang, also genau. Eigentlich maßgeblich. Das ist nur eine Physik. Das da vorne ist ja eigentlich, das wäre ja gar nicht so beeindruckend, wenn nicht diese Physik dahinter stecken würde. Und ich glaube, du hast auch die ähnlichen Schwierigkeiten gehabt wie beim ersten Mal. Das ist ja eigentlich, glaube ich, auch das erste Target gewesen, da das Vulkanausbruch. Das Problem ist hier fest und flüssig, zum Beispiel. Mhm. Na, weil eigentlich ist es fest. Du hattest nämlich beim ersten Mal auch schon dieses Problem der Physik gehabt, dass du da konntest du auch nichts zeichnen. Da hast du, wolltest du dich auch... Aber das war ja das erste Tag überhaupt. Ja, da wolltest du aus anderen Gründen noch ganz andere Sachen nicht zeichnen in dem Augenblick. Aber die Eigenart im Grunde, die Zeichnung auf Kringel zu beschränken, indem man sagt, hier Physik. Da Physik heißt, ist überall, okay. Da heißt... hat ein bisschen gedauert, bis du drauf gekommen bist. Ne? Also bist du von selbst plötzlich die Tür... Ja, ich muss immer erstmal... Ja, genau.
dass du denn irgendwann hattest du ja hier, bist du auf heiß, flüssig, Gas, da warst du plötzlich da, ne? Du hattest am Anfang, glaube ich, noch dieses Künstliche. Mhm. Irgendwie. Wie war das? Vielleicht habe ich mich auch mit der Kamera beschäftigt, keine Ahnung. Die das Ganze aufgenommen hat. Harmlos. Ja, das ist harmlos. Gut, okay. Sag ich mal von den Assoziationen, das ist ja nicht so verkehrt gewesen. Aber okay, ich würde es nicht als Erfolg werden. Nein, das können wir besser. Es war so, dass ich eben halt die Targets, ich habe auf die Targets geguckt und ich habe einfach den Zug eben halt dazu gehabt. Ich weiß nicht, was geworden wäre, wenn ich ein vernünftiges Target ausgesucht hätte. Vielleicht einfach mal den Eiffelturm von unten fotografiert. Nach oben. Okay, und dann lasse ich dir 3 Stunden Zeit, bis du dann die verschiedenen Dimensionen und Perspektiven hinbekommen hast. Das ist ein Schachbrett oder so. Aber mit Nieten. Irgendwas mit, ja, symmetrisch und... Naja, gut. Aber man darf sich auf den nächsten Teil freuen. Genau. In diesem Sinne war es einfach mal wieder nach 1,5 Jahren eine Auflockerungsübung, deswegen auch ein simpel physikalisches Target, quasi damit dann auch die größte Herausforderung für Howie, der einfach zu viele, wenn es zu langweilig ist, interessiert es dich nicht, dann geht es überhaupt nicht. Und wenn es zu komplex, nee, es ist ja noch nicht mal komplex. Ne? Nee, nee, das war einfach. Ja, aber einfache Physik. Einfache Physik. Einfache Physik irritiert dich aber auch. Das war ja nun auch einfache, Aggregatzustand, Spezialphysik. Die Aggregatzustand Spezialphysik war das. Ja. So viel aus unserem ZDF-Studio in Berlin. Wir schalten zurück zum Heute-Journal. Dankeschön.